Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Jungfermann-Reihe Buch des Monats. Du tust mir nicht gut. Toxische Beziehungen erkennen und sich aus ihnen lösen. So lautet das Buch von Annika Felber. Sie ist systemische Beraterin, Coachin und Beziehungsexpertin. Und ich denke, von dieser Erfahrung, toxischen Beziehungen, können wir alle berichten. Von Beziehungen, die einfach ein ungutes Bauchgefühl hinterlassen. Jetzt also höre ich mehr von Frau Felber, die ich ganz, ganz herzlich begrüße. Ja, hallo, ich freue mich. Ja, ganz herzlich willkommen zum Buch des Monats. Ja, Also danke schön. erste Frage: Wie sind Sie auf das Thema für sich gekommen? Ja, wie Sie schon so schön gesagt haben, bin ich ja systemische Beraterin und Coachin. Und wie das so schön ist, wenn man sich selbstständig macht und eine Website entwirft, dann sollte man vielleicht auch einen Blog machen. Also habe ich angefangen, Blog zu machen und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, recherchiert und dachte, ja, toxische Beziehungen, da schreibe ich mal was zu. Und dann habe ich einen Blogartikel geschrieben und mit viel Glück, ich weiß bis heute nicht genau warum, ist der sehr weit in Google nach oben gekommen. Das hatte dann zur Folge, dass wirklich ein Run war auf mich und sich unglaublich viele Menschen, Betroffene bei mir gemeldet haben und ein Coaching haben wollten. So bin ich dann da reingeraten oder gekommen. Und dann war es mit der Zeit so, dass ich gemerkt habe, dass dieses klassische Modell, es gibt einen Toxiker, meistens der Narzisst, den meisten Menschen sagt das was, und es gibt den Nicht-Toxiker. Und so entsteht diese toxische Beziehung, dass das nicht ausreicht für die Kundinnen, die ich habe, dass das also ein Erklärungsmodell ist, was ergänzungswürdig ist. Und dann habe Also ich Sie mir gedacht, das tue ich jetzt mal. Aber Sie haben das Buch jetzt nicht aus einer eigenen Erfahrung herausgeschrieben, weil Sie irgendwie wütend auf sich selber waren oder da irgendwas in der Beziehung passiert ist, was nicht so sein sollte. Nee, es ist tatsächlich eher so, dass das von außen an mich herangetragen wurde. Wobei, so wie ich toxische Beziehung definiere, so ziemlich jeder und auch ich auch schon in einer toxischen Beziehung war. Das war jetzt weniger der Grund, das Buch zu schreiben, aber in dem einen oder anderen, das wird, kann ich mich durchaus auch wiedererkennen. Also das Ganz schon. bestimmt. Ja. An wen richtet sich das Buch? Also, ich habe mich sehr bemüht und ich finde es mir auch ganz gut gelungen, dass es ein Hybrid ist. Also, man kann es als Betroffener oder Betroffene sehr gut als kleines Workbook auch nutzen. Also, es ist vollgepackt mit Reflexionen, mit Übungen. Ich versuche, den Leser, die Leserin anzuleiten, um auch sehr individuell schauen zu können, dass es nicht so ein Pauschalratgeber ist, sondern man immer so mitgenommen wird und bei sich ganz persönlich schauen kann. Und dann würde ich aber auch sagen, dass es sich auch an Fachleute richtet, die mit Menschen zu tun haben, die wiederum in toxischen Beziehungen stecken. Also das kann man auch durchaus als Coachin, Beraterin, Pädagogin, Psychologin lesen. Ich kann es mir jetzt gerade so rein praktisch noch nicht vorstellen. Können Sie mal so ein oder zwei Übungen daraus nennen? Ja, also zum Beispiel ganz am Anfang fange ich mit einer Übung an, so ein kleines Soziogramm. Also da leite ich den Leser, die Leserin an, mal die Beziehungslandschaft aufzuzeichnen. Erstmal ganz ohne Wertung, einfach nur aufmalen oder aufschreiben oder wie immer man das möchte. Wen gibt es eigentlich alles so in meinem Umfeld? Und dann kommt ein Kapitel mit ein bisschen Input und dann greife ich das wieder auf. Und dann geht es eben darum, jetzt, wenn du das gelesen hast, was würdest du denn sagen? Wie würdest du die einzelnen Beziehungen, die du vorher auf diese Map oder was auch immer eingebracht hast, wie würdest du die denn jetzt bewerten, nach dem, was du in dem letzten Kapitel gelesen hast? Wie zufrieden bist du denn? Und gibt es da vielleicht die eine oder andere Beziehung, wo du jetzt sagen würdest, ja, die gucke ich mir vielleicht jetzt doch noch mal genauer an? Also das wäre jetzt ein Beispiel. Also Übung, Input, die Übung nochmal aufgegriffen. Und da sprechen Sie jetzt auch nicht nur von Partnerbeziehungen, sondern auch von Beziehungen mit Freunden oder Kollegen zum Beispiel. Ganz genau. Also das ist auch nochmal so ein bisschen vielleicht so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von dem Buch, weil mir eben auch aufgefallen ist, dass viele Bücher auf dem Markt lediglich auf Paarbeziehungen zugeschnitten sind und ich greife alle Arten von Beziehungen auf, weil ich sage,
Alle Arten von Beziehungen können toxisch werden, nicht nur Partnerschaften. Sie sprechen da so von toxischen Dynamiken, auch wenn wir jetzt schon vielleicht zu sehr reingehen, aber das interessiert mich jetzt doch mal. Woran erkenne ich es an mir und woran erkenne ich es am Partner, so im ersten Moment? Puh, das ist gar nicht so eine einfache Frage, aber ich würde sagen, im ersten Moment immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mir und oder meinem Partner oder nur mir, also einem oder beiden, geht es schlecht, der ist belastet und der Wunsch, etwas zu verändern, ist auch da, aber aus welchen Gründen auch immer, gelingt es nicht. Also ich kann es nicht. Ich bin irgendwie ohnmächtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann natürlich auch für den anderen gelten oder für beide. Also dieses Gefühl, nicht mehr handlungsfähig zu sein, das ist für mich so ein Merkmal für eine toxische Dynamik. Wie lautet denn Ihre Kernbotschaft? Ja, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Also ich würde sagen, meine Kernbotschaft, um den Bogen vielleicht zu ziehen, was wir eben hatten, meine Kernbotschaft ist, es gibt nicht toxische Menschen, es gibt auch nicht toxische Beziehungen, sondern es gibt toxische Beziehungsdynamiken. Und diese Dynamiken, die beziehen sich eben nicht nur auf Paarbeziehungen mit Narzisstinnen, sondern die erstrecken sich auf alle Arten von Beziehungen. Und vielleicht, das waren jetzt schon zwei, aber vielleicht darf ich noch die dritte oben drauf setzen. Aber na klar. Also ein sehr wichtiger Aspekt des Buches ist sicher, dass es ist in Beziehungen niemals um Schuld geht, sondern immer um Verantwortung. Und dass toxische Dynamiken nicht alle, aber einige gemeinsam gelöst werden können, wenn jeder für sich die Verantwortung für sein Handeln übernimmt und beide gemeinsam auch für die Beziehung. Das erwächst dann auch aus einer Erfahrung, ne? Fällt natürlich auch nicht leicht, ne? Weil es ist einfacher, jemandem die Schuld zu geben und damit fühlt man sich dann vielleicht eher raus, aber verarbeitet hat man es damit Absolut, überhaupt nicht, ne? absolut. Das ist sehr menschlich und auch sehr nachvollziehbar. Das Problem daran, was ich auch in meiner Beratung oder in meinem Coaching immer wieder sehe, wenn man in dieser Schuldfrage hängen bleibt, wird nicht selten der Schritt versäumt, auch zu schauen, warum ist mir das eigentlich passiert? Warum ist uns das passiert? Die Gründe, die liegen nämlich häufig gar nicht beim Gegenüber, sondern viel weiter zurück in unseren Beziehungen zu den Eltern, zu den Geschwistern, in den Familienstrukturen, die oft schon toxisch waren und wir wiederholen die. Und wenn wir versuchen, uns am aktuellen Gegenüber abzuarbeiten, dann geht ein Großteil dessen, was wir als Chance nutzen können, einfach verloren. Das ist so meine Erfahrung, die ich in der Beratung und im Coaching gemacht habe. Du tust mir nicht gut. Toxische Beziehungen erkennen und sich aus ihnen lösen. Ich sage noch einmal, das ist der Titel des neuen Buches von Annika Felber. Das ist im Jungfermann Verlag erschienen. Und ich sage jetzt erstmal danke, Frau Felber, dass Sie sich für die kurze Buchvorstellung Zeit genommen Ja, ich haben. muss mich bedanken. Herzlichen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss.